This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, warum fit sein nichts mit gesund sein zu tun hat. Dass es zwei verschiedene Dinge sind. Fit sein und gesund sein ist ein Unterschied. Also, man kann ja ganz einfach feststellen, dass es genug Menschen gibt, die wirklich fit sind, die Top-Leistung erbringen und trotzdem nicht gesund sind, die dann krank werden, die Krebs bekommen, die was weiß ich bekommen. Also irgendein Tennisspieler, Profi-Tennisspieler, mir fällt es auch nicht mehr ein, oder andere Sportler, sie sind fit. Sie bringen Höchstleistung, aber sie sind nicht gesund. Und es ist einfach ein großer Unterschied. Die werden trotzdem krank, sie bekommen Erkältung. Genau. Ich will in dem Video nicht sagen, dass es schlecht ist, fit zu sein. Ganz im Gegenteil, Bewegung ist perfekt. Und fit sein gehört einfach dazu. Zu Gesundheit. Aber es ist ein Unterschied, ob man fit ist oder gesund. Und an solchen Beispielen kann man eben sehen, bei Profisportlern, die einfach krank werden, die Krebs bekommen, die irgendwas anderes bekommen, die erkältet sind, die einfach schnell verletzungsanfällig sind. Und man sieht ja selbst Profisportler, wie schnell bzw. wie kurzlebig die diese Leistung erbringen können. Es ist einfach auf Kosten des Körpers. Und es hat trotzdem nichts mit Gesundheit zu tun. Also was durch Sport passiert, ist, denke ich, dass man mehr im Fluss ist. Also diese ganzen schlechten Dinge, die können besser durch den Körper durchgehen. Deswegen denke ich auch, also Sportler werden normalerweise nicht so viel krank, weil die Gifte schon besser ausscheiden. Aber wenn man trotzdem Gifte zu sich nimmt, gekochtes Essen, dehydriertes Essen, salziges Essen, E-Nummern, unnatürliche Nahrung, unnatürliche Luft, unnatürliche Umgebung, Stress, zu viel Essen. Dann altert der Körper trotzdem. Dadurch, dass man durch diese Fitness die Gifte zwar besser ausleiten kann, dadurch ist man einfach im Fluss. Das ist wie, ja, wenn du trainierst, wenn du dich bewegst, dann bist du im Fluss, dann bist du wie so ein reißender Strom. Da kann auch mal ein bisschen was an Dreck reinkommen, das wird einfach geklärt, das wird mitgenommen, das wird gereinigt. Wenn du dich eben nicht bewegst, dann ist es, als bist du ein kleines Rinnsal, ein kleiner Bach, du bist nicht wirklich... Du bist halt kein reißender Strom. Da kann dann eine Kleinigkeit an Gift, eine Kleinigkeit an unnatürlicher Lebensweise dich aus dem Konzept bringen und du wirst schon krank. Und man sieht zum Beispiel, ich habe mir schon länger kein Fußball mehr geschaut, aber wo ich vor, ich weiß gar nicht, wann es war, vor einem Jahr habe ich einen Schweinsteiger mal wieder gesehen und dann dachte ich mir, okay, kriegt schon graue Haare, ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber da sieht man, wie schnell der dann altert. Der mag fit sein, der hat einen guten Durchfluss durch diese Energie, die er durch die Bewegung noch erzeugt. Und trotzdem, aber dadurch altert eben der Körper schnell. Das ist, ja, das ist wie einen Tretroller mit Dynamit betreiben, so. Ja. Das ist einfach überflüssig, das ist viel zu viel. Genau. Es geht einfach darum, seinen Körper zu reinigen. Wenn man den Körper reinigt, wenn man seine Gedanken, seine Emotionen, alles, das Bewusstsein gehört eben dazu. Wenn man das reinigt, dann wird man nicht mehr krank werden. Und man muss dann keine Höchstleistung erbringen, aber man wird sich eh den ganzen Tag bewegen. Aber auf eine natürliche Art und Weise und man wird den Körper nicht überfordern. Dieses Überfordern des Körpers ist,
ist auch kontraproduktiv. Gerade in Heilungsphasen, also in Heilungsphasen, wenn der Körper gerade Ruhe braucht zum Heilen, wenn die Knochen sich verschieben, wenn die Muskeln sich verschieben und ihr übermäßig trainiert, dann fällt es wieder in die alten Fehlpositionen zurück und ihr kommt nicht voran und die alten Schlacken, das ganze alte, der ganze Dreck im Körper kann sich dann nicht lösen und kann nicht freigesetzt werden. Ihr könnt keine natürliche Struktur, euer Gleichgewicht im Körper wiederherstellen. Das schafft ihr nur, wenn ihr zwischendrin auch mal Ruhephasen habt, wo der Körper alles wieder neu ordnen kann. Unser ganzes Knochensystem ist verschoben und falsch. Das kommt einmal, das ist auch eine Sache, die ihr machen solltet, barfuß laufen, so viel es geht. Wo es nur geht, Schuhe aus, hier, wenn ich in Thailand unterwegs bin, hier auf der wunderschönen Insel Koh Phangan, dann laufe ich nur barfuß. Ich bin hier jetzt 3 Monate und da laufe ich eben nur barfuß. Da habe ich keine Schuhe. Und ansonsten könnt ihr euch Barfußschuhe holen. Ich hatte mit Silke Leopold schon öfter über das Barfußlaufen Videos gemacht. Schaut euch die mal an. Gebt es in die Suche auf dem Kanal ein, bei ihr oder bei mir. Barfußlaufen. Findet ihr genug Videos. Oder auch bei Raw Spirit. Ja. Mit Christian haben wir mal zusammen eins gemacht, genau. Und da hat jeder ein paar Barfußschuhe vorgestellt, so könnt ihr euch mal anschauen. Die ganze Körperhaltung, alles verändert sich. Und genauso durchs auf dem Boden schlafen, auf einem harten Untergrund schlafen, wie es die Buddhisten seit Generationen noch machen. Einfach nur ein Holzbrett und eine dünne Decke drauf. Dann liegt der Knochen, man liegt auf dem Steiß auf und auf den Schulterblättern oder wenn man auf der Seite liegt, auf dem Hüftknochen und dann können die Muskeln richtig entspannen, dann kann der Körper sich nachts erholen und besser schlafen. Ihr werdet nach ein paar Wochen feststellen, dass ihr so viel schneller entspannt seid. Ihr braucht weniger Schlaf, wenn ihr auf dem Boden schlaft. Und es braucht aber eine Umstellungsphase, also denkt nicht eine Nacht, zwei Nächte oder eine Woche, je nachdem. Und ihr schlaft super auf dem Boden. Nee, man muss sich wieder dran gewöhnen. Aber danach verspreche ich euch auch, ihr könnt nicht mehr wirklich in einem weichen Bett schlafen, weil dann werdet ihr merken, wie ihr verspannt seid. Ich kann keine 2-3 Stunden mehr auf einem weichen Bett sitzen. Das muss dann richtig hart sein, dann geht es. Aber ansonsten merke ich, wie der Körper verspannt bei zu weichem Untergrund, wenn ich da drauf schlafe. Und das sind eben die Punkte. Barfuß laufen, dann kann sich die Körperhaltung wieder anpassen und auf dem Boden schlafen. Ansonsten, ja, daher kommen diese ganzen Fehlhaltungen und ja, wenn ihr nicht barfuß lauft, nicht auf dem Vorderfuß, jedes Mal gibt es einen Schlag auf die Knochen, das Hüftgelenk, der Rücken geht kaputt, Rückenprobleme und so weiter. Genau. Aber um jetzt nicht zu sehr vom Thema abzudriften, fit und gesund sein ist dementsprechend einfach ein Unterschied. Ihr seht, es gibt genauso fitte Leute, die einfach nicht gesund sind, die nicht gesund leben, die ihren Körper überfordern. Trotzdem ist Bewegung wichtig und Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis. Wir haben einen Bewegungsapparat und kein Schonungsapparat oder was weiß ich, wie man es nennen soll. Probiert doch mal, euch 2 Wochen nicht zu bewegen. Das hat auch Auswirkungen auf die Psyche. Ihr werdet euch scheiße fühlen, ihr werdet euch schlecht fühlen. Legt euch mal 2 Wochen ins Bett und bewegt keinen einzigen Muskel. Der Körper ist dazu da, um bewegt zu werden und dadurch erhaltet ihr ihn. Ja, move it or lose it. So, also beweg's oder verlier's. So, der Körper ist dazu da, um bewegt zu werden. Und ja, macht, hört auf den Körper, übertreibt's nicht mit der Bewegung. Selbst einfache Spaziergänge reichen schon aus, wenn man gerade in Heilungsphasen ist. Aber locker, schwungvolle Bewegungen ohne Zwang. Genau. Aber ja, verwechselt eben das nicht. Fit sein und gesund sein ist ein Unterschied. Schaut, dass ihr euren Körper reinigt, euren Geist schult. Und dann werden diese ganzen alten Emotionen, alle Ängste werden davon, ja, gehen. Die wird man annehmen können und man wird zu einem angstfreien Leben kommen.
ist das natürliche Leben, ohne Angst, ohne Zwänge. Man genießt, man schnuppert, man schaut sich die Natur an, man macht Erfahrungen und Ängste und Zwänge und all diese Dinge, die interessieren einen gar nicht mehr. Die sind so belanglos. Man lernt, das Gute zu schätzen im Leben. Und man sieht das Gute in allem. Es gibt keine Sorgen mehr. Ansonsten macht's gut, Leute. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, schreibt einfach unter das Video. Macht's gut, Leute. Ciao.